gewusst. Ich hab's gewusst. Oh, danke. Entschuldigen Sie, Frau Gerling. Werner Ulrich, herzlichen Glückwunsch zum Titel Miss Universe. Toll gemacht. Tolle Leistung. Oh, vielen Dank. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die anderen Mädels waren so... Ich komme von der Sonderkommission für den Erstkontakt mit extraterrestrischen Lebensformen, kurz SLUT. Mit Aliens. Aliens? Mhm. Was habe ich damit zu tun? Nun, Sie tragen ab jetzt offiziell den Titel Miss Universe und wir gehen fest davon aus, dass sollten Außerirdische jemals die Erde kontaktieren, sie sich an allererster Stelle an Sie wenden werden. Ja? Nun, es klingt ja so, als würden Sie das Universum repräsentieren. Naja, die können ja nicht wissen, dass Sie nur einen Schönheitswettbewerb gewonnen haben. Also nur im Sinne, also tolle Rede, wirklich, sehr toll. Oh, sehr vielen Dank, ja. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und die Themen waren mir echt wichtig. Nochmal ganz kurz zu den Aliens, die vielleicht Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Wenn das passieren sollte, am besten einfach überhaupt nicht darauf eingehen und sich direkt bei uns melden, dann ist alles in Ordnung, okay? Mhm. Und wie werden die sich melden? Nun, das kann unterschiedliche Formen haben. Per Mail, per Handy, per Gedankenstrahlen oder hochfrequentierter Magnetfelder. Oder eben persönlich, je nachdem. Ich habe aber jetzt gerade einen neuen Handyvertrag abgeschlossen. Also das kann sein, dass ich nicht mal dieselbe Nummer habe. Ja, ich glaube, dass Lebensformen, die für eine Kontaktaufnahme Lichtjahre durch unsere Galaxie reisen, nicht an ihrem Handyvertrag scheitern werden. Mhm. Tolle Rede, wow, wirklich, richtig gut gemacht, hat mir echt gut gefallen. Ich habe letztens so einen ganz komischen Anruf bekommen. Ja? Kann das sein? Es klang so wie mein Bruder, aber so ein bisschen abgehakt und so rauschend. Ja, nee, das war wahrscheinlich Ihr Bruder. Also, sollten die Aliens eines Tages Kontakt zu Ihnen aufnehmen, sagen Sie einfach sowas wie, sorry, geht gerade nicht, ist gerade schlecht, ich rufe morgen zurück. Und dann rufen Sie bitte uns an, so schnell es geht, unter dieser Notfallnummer. Das ist jetzt nur eine Null? Ja, es ist eine sehr wichtige Nummer. Und wie werden die Aliens denn aussehen? Nun, es kann natürlich viele Formen annehmen. Sie können aussehen wie Menschen, wie Insekten, wie Gaswesen oder Roboter. Oder wie ein Pirat? Ja, oder wie ein Pirat, ja. Pirat, ja. Ja, viel Erfolg, Sie machen das schon. Gute Arbeit. Originals. Alter, ey. Holy shit! Hast du das gesehen? Ja, ist geil! Alter, das geht viral, ey. Das geht total viral. Alter, so noch geiler kann es nicht yes, sein. Yes, ey. Abonnieren. Ey, wir haben schon 4 Views. Und 8 Abonnenten, Alter. Ihr könnt einer davon sein. Abonnieren, bevor es zu spät ist.